Und trotzdem, nach ein paar Jahren, merkte ich, wie langsam Routine kam. Merkte ich, wie diese Dynamik der Veränderung der ersten Jahre nachließ. Und es fing an, ein bisschen trocken zu werden. Es fing an, irgendwie ein bisschen langweilig zu werden. Und ich hatte das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und nichts Neues mehr, was ich erlebe an Gott und so weiter. Und das hat mich beunruhigt, weil es am Anfang anders war. Und ich denke, das kann nicht an Gott liegen, das muss an mir liegen. Also habe ich entschieden, ich werde jetzt eine Runde beten und fasten und den Herrn suchen und fragen, was ist los, was blockiert mich? Und dann kam die Antwort vom Himmel in Form von einem Satz von Derek Prince. Und der ging ziemlich genau so, wortwörtlich weiß ich es nicht, aber das war der Satz. Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und dieser Satz war wie, als wenn einer das mit Neonfarbe angestrichen hätte in diesem Buch dort, Foundation Series, seine Grundlagen. Und das blinkte. Und ich konnte nicht mehr weiterlesen. Ich wusste, da ist die Antwort. Das ist die Antwort auf mein Gebet, warum ich so lahm geworden bin und warum mein Leben nicht mehr wirklich Tempo hat und Drive hat. Das ist die Antwort. Aber ich habe die nicht verstanden. Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und ich konnte nicht weiterlesen. Also habe ich angefangen, über diesen Satz nachzudenken. So, da ist der Teufel, der will mich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Dann kam ich auf einen glorreichen Gedanken, okay, was ist denn die wahre Natur des Wortes Gottes? Und obwohl ich schon Jahre Christ war, hatte ich keine Antwort darauf. Und dann dachte ich, meine Güte, wovor der warnt, ist bei mir schon passiert. Ich habe keine Ahnung, was die wahre Natur des Wortes Gottes ist. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die mein Leben bis heute prägt. Und ich gehe immer wieder zu diesen beiden Dingen zurück. Ich habe gesagt, ich werde jetzt herausfinden, was die wahre Natur des Wortes Gottes ist. Und wer kann mir besser darüber sagen, was mit dem Wort Gottes ist, als Gott selbst? Also ich nehme jetzt meine Bibel und ich streiche alle Schriftstellen an, wo Gott irgendetwas über sein Wort sagt. Habe ich alles rausgeschrieben. Das war in Zeiten, wo es noch keine Computer gab. Es war richtig Handarbeit, richtig mühsam. Und alle Schriftstellen rausgeschrieben. Seitenlang. Und dann habe ich ein zweites Bibelstudium gemacht. Was sagt Gott, wie ich mit seinem Wort umgehen soll? Das muss der Heilige Geist gewesen sein, weil das so eine geniale Frage ist. Und dann habe ich das studiert. Was sagt Gott, wie soll ich mit seinem Wort leben? Und dann kam der Schock meines Lebens und ich habe entdeckt, dass ich fleißig all die Jahre ignoriert habe, was Gott sagt, wie ich mit seinem Wort leben soll. Gott sagt das eine, ich tue das andere. Das war nicht in meinem Leben. Ich habe nicht mit Wort Gottes gelebt, wie ich das hätte tun sollen, wie Gott das mir geboten hat. Und diese beiden Bibelstudien haben mein Leben verändert und geprägt bis zum heutigen Tag. Das ist jetzt bestimmt 40 Jahre her. 47 Jahre mit dem Herrn, aber diese Offenbarung kam erst eben nach ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es nicht aufgeschrieben. Und ein bisschen etwas will ich euch in diese Richtung motivieren und bitte, bitte widersteht der Versuchung, kenne ich alle schon, weiß ich schon. Ja? Wir wissen viel hier oben, ja? Aber das, was Power gibt, ist, was hier ist, was in unserem Herzen wirklich lebt. Das ist das, was Kraft gibt und was uns wirklich voranbringt. Halleluja. So lasst uns ein bisschen uns Gedanken machen über die Autorität und die Kraft des Wortes Gottes. Das soll das der erste Aspekt sein, auf den wir mal unsere Augenmerke richten wollen. Es gibt viele, viele andere Aspekte des Wesens des Wortes Gottes, aber ich denke, das ist das Herausragende, die Autorität und die Kraft des Wortes Gottes. 2. Timotheus 3, 16. Wir alle kennen Johannes 3, 16. Aber die 3, 16 haben es in sich. Und das ist nicht nur 1. Johannes, nicht nur Johannes 3, 16, auch 1. Johannes 3, 16, Kolosser 3, 16 und 2. Timotheus 3, 16. Irgendwie interessant. Ne? Daraus will ich jetzt keine Wissenschaft machen oder irgendwelche Spekulationen, aber es ist schon auffällig, dass die 3, 16er irgendwie was Spezielles sind. Und da sagt Paulus,
alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, er ist der Autor der Schrift. Es ist nicht irgendein Mensch, der gebetet hat und hat fromme Ideen produziert und sich Gedanken gemacht und irgendwas Nettes, Erbauliches irgendwie so gesagt und geschrieben hat, sondern der Heilige Geist selber ist der Autor der Schrift. Und das heißt, dass das Wort die Eigenschaften, die Merkmale von Gott selbst hat. Das ist ja sein Produkt. So, wenn Gott der Gott der Wahrheit ist, dann ist sein Wort die Wahrheit. Und genau das sagt Jesus, Johannes 17, 17. Dein Wort ist Wahrheit. Halleluja. Und das ist eine Sache, das irgendwie zu lesen in der Bibel, und es ist eine vollkommen andere Sache, sich klar zu machen, was das denn eigentlich alles für Konsequenzen hat. Wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, dann ist jede Philosophie, jede wissenschaftliche Erkenntnis, jede Idee, jede Weisheit dieser Welt, die seinem Wort widerspricht, und egal wie viele Leute daran glauben und denken, das ist die Wahrheit, es ist die Lüge. Wenn Gottes Wort wahr ist, ist das, was seinem Wort widerspricht, die Lüge. Und Gott will, dass das real wird in meinem Leben. Und das heißt, dass ich mich mit meinem Lebensstil, mit meinen Überzeugungen auf die Seite der Wahrheit stelle und Lüge ablehne und Lüge nicht mehr unterstütze. Ein Christ, der an die Evolution glaubt, folgt nicht Jesus nach und glaubt nicht an den Jesus der Bibel. Punkt, fertig, aus. Ja, aber da gibt es die wissenschaftliche... Vergiss es. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus hat eindeutig an die Schöpfung geglaubt, die Gott gemacht hat. Ja, aber das passt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zusammen. Warte ein paar hundert Jahre und dann wirst du sehen, was sich ändert. Gottes Wort wird sich nicht ändern und die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden sich gravierend verändern. Wie viel Irrtümer hat die Wissenschaft schon produziert und was hat man nicht alles schon geglaubt? Und hat die Leute für verrückt erklärt, die da irgendwelche wahren Dinge gesagt haben. Aber die Wahrheit setzt sich sowieso durch. Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Am Ende siegt die Wahrheit. Ich liebe diesen Spruch von den Täufern. Die Wahrheit ist untödlich. Man kann rebellieren gegen die Wahrheit, man kann schreien, man kann protestieren, man kann sagen, nein, nein, nein. Gott sitzt im Himmel und sagt, warte noch ein bisschen. Und es wird offenbar werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das, wenn das wirklich in unser Leben kommt, dass wir uns wirklich auf die Seite der Wahrheit stellen, hat das ganz praktische Konsequenzen. Das durfte ich als Lehramtsstudent erleben, weil ich eine Unterrichtsreihe vorbereitet hatte. Gegenüberstellung von Evolution und Schöpfung. Und bevor ich die Lehrreihe halten konnte, flog ich von der Schule. Da wurde mir erstmal bewusst, wie viel Widerstand. Ich wollte ja gar nicht den Schülern beibringen, vergesst das und glaubt an das. Ich wollte nur sagen, das ist, was Evolution sagt und das ist, was Schöpfung sagt. Mehr wollte ich nicht. Das war alles in meinem Konzept klar erkennbar. Keine religiöse Indoktrination und nicht irgendwie Schöpfung ist wahr, weil die Bibel es so sagt, sondern mit wissenschaftlichen Argumenten. Aber das wurde nicht erlaubt und ich bin von der Schule geflogen. Praktikum war zu Ende, bevor es angefangen hat. So, wenn wir an die Wahrheit wirklich glauben, hat das Konsequenzen. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott Ehe geschaffen hat und das ist ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau und nicht zwischen einem Mann und einer Frau und einer Frau, dann hat das in deinem Alltagsleben, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Arbeitsstelle, wo immer du bist, das hat gravierende Konsequenzen. Ja. Und es wird nicht lange dauern und du wirst als homophob verschrien werden. Und du kannst mal Wikipedia lesen, wie die Homophobie definieren, dass es eine Aggressivität, eine aggressive Grundhaltung gegen Schwule und Lesben. Also das heißt, wenn du das nicht akzeptierst, wie die leben wollen, wenn du sagst, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht von Gott, es ist nicht gesegnet, dann bist du in einer aggressiven Haltung gegen diese Menschen. Hallo,
Die haben nicht das Konzept, da ist ein Gott, der kann Menschen, die die schlimmsten Dinge tun, lieben und gleichzeitig sagen, was du tust, hasse ich. Dieses ist nicht, sondern das ist mein Lebensstil, das ist meine Identität. Wenn du die ablehnst, dann hasst du mich. Das ist die Logik dahinter, weil man nicht zwischen Person und Einstellungen oder Ideen oder Lebenskonzepten oder so etwas trennen will, sondern sagt, du akzeptierst das nicht, dann bist du gegen mich. So, wir sehen, wenn Wahrheit wirklich uns packt und wir dazu stehen sollen, dann hat das ganz reale Konsequenzen. Da wird auf einmal der Glaube ganz lebendig. In Form von Verfolgung, in Form von Widerstand. Ja? Und es gibt viele, viele andere Bereiche, ob du denkst über Abtreibung, wie Gott denkt, oder irgendwelche anderen Themen, das hat Konsequenzen. Aber es hat erst dann Konsequenzen, wenn es wirklich von dir gelebt wird. Solange du ein Scheinchrist bist und sagst, ich glaube an die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung, aber du lebst wie der ungläubige Nachbar, hat das keine Konsequenzen. Aber wenn ich mir das zu eigen mache, dann prägt das meine Gedanken und meine Worte und meine Entscheidungen und mein Verhalten. Und dann bin ich im Widerspruch zu dem Großteil der Menschen. Und ich entdecke auf einmal, die Wahrheit ist nicht willkommen auf diesem Planeten. Die Wahrheit wird gehasst. Und auf einmal sehe ich, ja, das, was Jesus sagt, ja, haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Ja, wir sehen auf einmal, es wird ganz real und kommt ganz nah. Ja.